Fatimas neues Leben ist hier in Berlin-Schöneweide. Seit knapp 3 Jahren nennt die 34-jährige Syrerin den Kiez im Osten der Hauptstadt ihr Zuhause. In Deutschland genießt sie einen Schutzstatus. Hier in Schöneweide bekam sie ihre eigene Wohnung. Ihre Freundin Layali steht ihr beim Neuanfang in der Fremde zur Seite. Also ich bin natürlich viel anders geworden. Ja, weil früher, also ich war halt nur Hausfrau. Ja, also zu Hause mit 4 Kindern. Ich habe nie überlegt, dass ich arbeite oder rausgehe und so. Ich habe nur gewartet. Mehr nicht. Aber hier, nee, ich warte auf jemanden nicht. Bestimmt, ich muss also selber das machen. Selber machen heißt auch, ein Netzwerk an Freundinnen aufzubauen, die zu einer Art Ersatzfamilie geworden sind. Neben der syrischen Freundin gehört seit 4 Jahren auch eine Ur-Berlinerin dazu. Da sagte meine Tochter, da ist eine Familie mit ihren Kindern und die finden die Kinder bestimmt süß. 2017 habe ich dann meiner Familie vorgeschlagen, ich lade euch ein, eine Reise zu machen. Da haben wir die Familie mitgenommen und dann haben wir 10 Tage in Dänemark da verbracht und da haben wir uns natürlich richtig kennengelernt. Und die Kinder haben mal gesagt, wie sollen wir denn zu ihr sagen, wie sollen wir denn zu ihr sagen? Und habe ich dann gesagt, dann könnt ihr Oma zu mir sagen. Und dann meinte sie, na, wenn die Kinder Oma, dann sag ich jetzt Mutti, sei top. Ja. Sima und Hala sind 8 und 13 Jahre alt. Ihre beiden älteren Geschwister, Hasna und Bashir, wollten nicht vor die Kamera. Die 15- und 16-Jährigen sind mit Freunden unterwegs. Die Familie ist zwar eine von vielen, die 2015 die lange Flucht nach Europa wagten, doch sie ist auch speziell. Wenige Frauen machten sich damals allein mit ihren Kindern auf den Weg über die Mittelmeerroute. Natürlich, das war auch gefährlich. Ja, aber ich habe überlegt, egal, für mich ist egal. Entweder wir sterben alles oder entweder wir leben alles. Habe so gesagt, das war meine Idee. Natürlich ist es ein bisschen hart, aber habe ich gesagt, egal. Weil sowieso, ich komme aus Krieg, egal was passiert, ich muss das alles akzeptieren. Was kommt, kommt. Rückblick. Eine Notunterkunft in Berlin-Treptow. Hier lernten wir Fatima im Januar 2016 kennen. Da war sie als Asylsuchende gerade ein halbes Jahr im Land. Marhaba, hallo. Hallo, marhaba. Der Name ist? Ismi Fatima Al-Mahyo. Mit ihren 4 Kindern lebte sie auf 27 Quadratmetern, aber in Sicherheit. Die junge Mutter stand stundenlang vor dem damals zuständigen Amt Lageso in der Schlange, wie viele andere auch zu dieser Zeit. Doch sie wartete nicht nur auf ihre Dokumente, sondern auch auf ihren Mann, der in Aleppo geblieben war. Und natürlich war ich total traurig. Ich war eigentlich also 1,5 Jahre im Heim. Habe ich gewartet, vielleicht kommt, aber hat er gar nichts gemacht. Ich habe ihm jeden Tag gesagt, und kommst du oder nicht? Nee, später. Er macht immer einfach so, er lügt mich nur an. Und da habe ich gesagt, mir ist egal, das reicht. Also ich muss also wirklich also stark sein. Ich muss die Vater und die Mutter sein für meine Kinder. Mittlerweile ist sie von ihrem Mann offiziell geschieden. Einen weiteren großen Schritt wagte Fatima erst dann, als sie eine eigene Wohnung hatte. Sie hat das Kopftuch abgelegt. Und dann einmal habe ich gesagt, nee, es reicht. Ich muss das jetzt ablegen, reicht mir. Und dann habe ich das gemacht. Habe ich das geschafft, kann man so sagen. Von ihren Kindern bekam Fatima die volle Rückendeckung. Schwieriger war es, die Entscheidung gegenüber dem Rest der Familie und anderen Landsleuten zu rechtfertigen. Viele Leute haben über mich geredet. Viele Leute. Sie haben gesagt, die ist nicht gut, die ist, also natürlich bei uns, sie sagen, die ist nicht sauber und so, weil sie hat ihre Kopftuch abgelegt und so, dann macht man das nicht. Aber ich finde das Quatsch. Ja, weil ich bin halt also die Vater und die Mutter für meine Kinder und ich mache das alles alleine und ich bin hier auch in Europa. Ich mache, was ich will. Ich bin auch groß genug. Das Gerede stört Freundin Layali nicht. Sie hält zu Fatima, auch wenn sie sich selbst für eine traditionellere Rolle entschieden hat. Ob du bitte? Draußen auch manchmal ohne Kopftuch gehst? Draußen? Nein. Gar nicht? Nein. Ersatzoma Jutta ist so etwas wie die selbsternannte Integrationsbeauftragte der Familie. Sie und ihre Tochter helfen bei Ämtergängen, Schreiben, Fristen mit deutscher Gründlichkeit.
Meine Tochter und ich, wir kümmern uns da schon. Meine Tochter ruft mich an, da war jetzt das und das, das musst du nächstes Mal machen. Und ich sage, das und das musst du nächstes Mal kontrollieren, dass wir uns da abstimmen. Es muss, ja, ich, und sie findet es ja nicht schlimm, sie findet es ja gut, dass wir da kontrollieren. Ja, damit natürlich. Durch die Lappen geht, ne? Lesen, schreiben, Bürokratendeutsch. Die Frauen packen die Herausforderungen des Alltags gemeinsam an. Und Fatima hat Träume. Ja, genau, nimm das mit dem Mund. Wenn du 3.000 Euro verdienst, fängst du da an? Ich habe ein Ziel. Erstmal, ich mache jetzt B2. Und danach, wenn ich schaffe das, ich hoffe natürlich, dann ich mache eine Ausbildung als Erzieher. Erzieherinnen kann Berlin gut gebrauchen. Und auch die beiden jüngsten Töchter zeigen ein Gespür für den Jobmarkt. Kinderärzten? Direktorin. Ich hoffe. Ende Februar fängt Fatima mit ihrem B2-Deutschkurs an. Dann kann für sie und ihre Familie die nächste Etappe ihres neuen Lebens beginnen, weit weg von Aleppo.